Mensche, Meinungen, Maultasche. Der SV 49 tagt im Adler. So, es steht ja demnächst Neuwahlen an hier im Vorstandsbereich und wir wolltet halt mal abchecken, wer für die Ämter überhaupt noch zur Verfügung steht. Ist zum Beispiel die Frage, ob der Volle weiterhin Kassawart bleibt. Ja, das kannst du singen. Und falls nicht, dann natürlich bleib ich das. Die nächste Frage, wer tät sich ansonsten für das Amt zur Verfügung stellen? Also Kassenwart hin oder her, mich interessiert zunächst einmal, wer am kommenden Weihnachtsfest eigentlich den Nikolaus spielen tät. Ich würde also schon gern, wie in den vergangenen 8 Jahren, die Rolle wieder spielen und ist genauso wichtig wie der Kassenwart. Also mich hat ja beim letzten Mal keiner gefragt, wo ich überhaupt im Urlaub war und ich tät's euch schon gerne mal erzählen. Also I have fly to England in the holiday and I have been talking a lot of English there and I think my English has become better and I would like to speak it more in der nächsten Zeit. Also ich tät mich ja als Kassenwart zur Verfügung stellen und falls ich mich wählen tät, tät ich was versprechen, was der Volle aus meiner Sicht die letzte Jahr falsch gemacht hat. Ich tät als erstes mal unsere Ropeskipping-Abteilung auflösen und tät das gesparte Geld in bessere Schweinehälse im Sommerfest investieren. Ja, Leute, denkt ihr denn jetzt, wäre wichtiger, dass man anstatt von den Schweinehels mal fürs Vereinsheim einen neuen Vorhang kauft hat? Da hängt seit 25 Jahren der gleiche verrauchte Stor drinnen, sagen mal. Also mir wäre viel wichtiger, dass man in Zukunft mal im Sanitärbereich anstatt von den Aprikosenklosteuner ein Sternbild Wagenduftöl verwendet. Ja, können wir bitte nochmal auf den Kassenwartposten zu sprechen kommen? So, jetzt erzähle ich euch mal was über eure Aprikosenklosteuner. Das Zeug ist nämlich so obacher giftig, da könnt ihr gleich hergehen und Kernbrennstäbe ins Klo reinschieben. Das wäre genauso schlimm. Aber gut, was soll ich sagen, wäre wahrscheinlich immer noch besser wie das Astrologieduftöl. Hat die ja eigentlich nichts anderes im Schrank als diesen grausigen gelben Kittel. Also, ich könnte mir ja den Bart weiß färben und hör gleich mit. Tätet ihr mir dann die Nikolausrolle weiterlassen? Neu wird doch du Kassenwart. Und der Knecht Ruprecht wird Zeugwart beim Handball. Ich glaube, das sollte man mal besprechen, wenn Anita wieder da ist, falls sie überhaupt noch mal kommt. Ich sollte jetzt sowieso überraschend geschwind heim. Meine Frau ist einkaufen gegangen und hat ganz vergessen, dass sie noch einen Hefezopf im Backofen drin hat. Wir brauchen da noch einmal einen rechten Orgelspieler. Mami's go home!